Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Arr! She was right here! Übernimm die Rolle der Prinzessin, das ist ja auch interessant. Oh oh, was da jetzt kommt, ich weiß es nicht. Ah, there she is! Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Okay, interessant. So, jetzt darf ich auch mal wieder. Ich finde die Geschichte ganz putzig. Ein großer Ogre, der die Menschen fraß, weil Ogre das eben so tun. Und jetzt müssen wir also hier ein bisschen Prinzessin spielen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Dass wir... Wir sind jetzt quasi in einer anderen Welt oder in einer neuen Plattform hier. Oder in einem neuen Side-Scroller. Indem wir einfach auf der Leinwand herumhüpfen und die Szenerie. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? Sie hüpfte auf den Krokodilen herum. Oh. Unfortunately, und stürzte ins Wasser. She fell in the water and drowned. Das ist eine tolle Geschichte. Wait, that's not what happened. Großartige Geschichte. Sie fiel ins Wasser und ertrank. Filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? That's right. So, diesmal hat es auch funktioniert. Ach, er macht das gerade auch für Didi. Das habe ich noch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass er das wirklich für Didi gerade aufführt. Okay, gehen wir weiter. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high. Hurrah. Okay. Okay, das ist... Huch, hey, das ist ja gemein. Lassen Sie mich drin, bitte. Das ist getimed. Wir müssen mal schauen. Wir machen das jetzt... Achso, wir brauchen den... Brauchen wir den Obersten? Doch, wir brauchen den Obersten, oder? Ach Mensch, schmeiß mich doch nicht immer gleich raus. Was ist mit dem da unten? So, der hier vorne... Ich weiß nicht so richtig, wie ich es jetzt gerade anstellen soll. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich zugeben. So, machen wir es doch einfach so. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Eine traumhafte Geschichte. Okay, den wollte ich noch gar nicht rausdrücken. Ich muss mal kurz warten, bis er wieder drin ist. So, okay, wir machen jetzt erstmal den. Warten kurz ab. Dann den. Und den obersten lassen wir, wie er ist. Spring doch bitte... Och, Mädel, jetzt stell dich doch nicht so an. Warum springst du denn jetzt bloß so kurz? So, ich muss das ein bisschen abtimen, damit der andere noch da ist, wenn wir jetzt gleich hochgeschnipst werden. So, diesmal. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Ich finde die Geschichte traumhaft. So, gut, der kann ja erstmal hier von mir aus kommen. So, jetzt so. Jetzt aber.
She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Oh. Unfortunately, she died under the maze of the ogre. Schlag zu! Und jetzt auf die Keule. Oder auch nicht. Okay, sie stirbt gleich einfach so. Was müssen wir denn tun? Sag mal an. Ich weiß es nicht. Das war dumm, ich weiß. Das ist eine gute Frage, was wir tun müssen. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwie auf die Keule müssen, aber das bringt mir irgendwie nichts. Weil ich dann nicht weiter hochkomme. Oder komme ich hier irgendwie auf deinen Kopf? Okay, wenn ich zu lange drauf bleibe, sterbe ich einfach an seinem Knie. Deadly Knee. Sag mal an, wie komme ich auf dich drauf? Ich habe auch meine Fähigkeit nicht, hier rum zu dashen. Ne? Und hoch! Ja, jetzt geht's doch. Nein, oder? Wurde ich gerade aus der Luft weggefischt, wirklich? Hau zu, hau zu, hau zu. Nein, du musst schon auf den Baumstamm hauen. Auf den Baumstamm. Na, geht doch. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es begriffen habe. But the princess was a woman of action. Oh. And she was nimble. And the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? Okay. That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Okay, ich hab gesehen, was wir machen müssen. Ich wusste gar nicht, wie wir es machen müssen, aber okay. Wir müssen einfach hier runter und dann hochhüpfen, wenn er zustößt. Ich dachte erst, wir müssen hoch zu Fred. Und dann irgendwie ihn da runter lösen, aber offenbar doch nicht. Und Fred ist tot. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Das scheint ein richtiger Held zu sein, unser Fred. Okay, dann müssen wir ihm nochmal helfen. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. How am I supposed to get an umbrella? Okay, müssen wir also tatsächlich raus und nehmen uns den Regenschirm. Oh, there we go. Und gehen wieder rein. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear. Whoa. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Was? Wieso ist die gerade ab? Wieso ist der Regenschirm gerade auf einmal geschlossen worden? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich
bin noch ganz normal geflattert hier. Deeper and deeper wie into the cavern she flew. Vogel bin ich davon geflattert und ihr lasst mich einfach abstürzen. But maybe it was only the wind. So, jetzt aber. Diesmal passt's auch, ja? Dankeschön. Oh, ich sehe schon, Fred wird eingesponnen, das ist großartig. Fred hat gute Überlebenschancen. Und wir landen im Netz. Na super. Finally, she landed softly. Right in a spider's web. Und jetzt? Also ich kann nichts machen. Ach doch, ich kann springen. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. Okay, die einzige Möglichkeit, da durchzukommen. Ah, ich Idiot, ich Idiot. Ich hätte einfach nach hinten gehen müssen wieder. Die einzige Möglichkeit, freizukommen, ist ganz oft auf Springen zu drücken. Das wurde einem ja auch nicht verraten. Die Richtungstasten bewirken rein gar nichts. So, wir gehen einfach mal hier hin. Ist vielleicht die bessere Lösung, wenn ein großer Felsbrocken kommt. Und der verschließt uns dann auch gleich diesen Abgrund. So dass wir weiter können. Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Sympathisch. Nein, und lang, und lang, und lang. She ran and climbed and jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Das ist ja unfair, das ist cheating. Ah, sie will nicht. Okay, ich ahne, worauf es hinausläuft. The princess remembered how the webs were holding up boulders. Also ich ahnte, worauf das hinausläuft, aber ich stürzte in die Spinne. Beim ersten Mal zumindest, diesmal nicht. Ich gehe da mal hier rüber. Ist aber ein ganz schön aufwendiges Schattenspiel, muss ich mal so feststellen. Ja, die tut mir auch leid. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Das Mädel ist großartig. Okay, los geht's. Schauen wir mal, ob wir den Drachen auch besiegen können. Ich hoffe, dass es dann auch... The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. But she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Ich hoffe, dass es dann auch das letzte Monster, das wir besiegen müssen. Denn es zieht sich doch schon länger, als ich dachte. When she got cold, she thought about the hot buttered muffin she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. So, okay, weiter geht's. Der Tod wurde einfach mal ignoriert gerade eben. Und wir benutzen mal den Geysir, um hier abzugehen. Hui. Den sehr stilisierten Geysir gebe ich zu. What? Ach, sehr gut. Wir brauchen die Geysire, um drüber zu hüpfen über die Rocks. Noch einer? Ach, von oben, okay. Das interessiert mich. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. So, können wir dich schon befreien? Offenbar nicht. Oh, hi. So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. And died. Neuer Versuch. Komm schon.
gehe mal. Ja, genau. Fred wird dabei auch gebrutzelt, aber das macht nichts. Fred ist dabei schon Drachentoast. Aber Hauptsache, er ist frei am... Oh, ich bin tot. Naja, was soll's. Hauptsache, er ist frei am Ende. Das macht ja nichts, wenn er dabei auch noch ein bisschen kross gebraten wird. Okay. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again. And they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Yay! Woo! Woo-hey! Yay! Yay, Don, you did it! Yeah. Ich bin eine großartige Prinzessin. Gut, wir haben es geschafft. So, weiter zum Piratenschiff, ne? Würde ich sagen. War lustig. Also ich finde das echt schön. Man hat ja eigentlich nicht viele Fähigkeiten in dem Spiel. Aber die kriegen es echt hin, das gut zu lösen, dass man wirklich immer abwechslungsreich mal immer wieder was anderes erlebt dabei, ne? Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Können wir eigentlich hier auch... Ich würde sehr gerne mal hier draufhauen. Oh, ich kann zumindest drauf hüpfen, wie es scheint. Oder? Yay! Gewonnen!